Hallo, ich bin's Marco von reisenachatlantis.de und heute möchte ich darüber reden, warum ich mit so kontroversen Ideen angefangen habe. Vielleicht habt ihr euch gewundert, ja, was redet der Marco denn über staatenlose Gesellschaft und Konfliktlösungsorganisationen? Zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, habe ich diese Videos noch nicht veröffentlicht. Insofern bin ich gespannt auf eure Reaktion und ein bisschen ängstlich auch, so von wegen so, was denken Sie über diese ganz verrückten Ideen? Aber ich habe das aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Okay? Ich habe das aus dem Grund gemacht, dass das wird sozusagen ein Trial by Fire. Das wird sozusagen ein Härtetest. Weil ich möchte wirklich eine Gemeinschaft schaffen von Menschen, die keine Angst haben vor Argumenten oder Ideen, die stark dem widersprechen, was sie gewohnt sind. Ja, die stark dem widersprechen, was ihnen zuvor beigebracht wurde. Und dies ist der Grund, warum ich eben mit so ganz kontroversen Themen anfange. Und dadurch können wir auch lernen, wie wir gute Philosophie betreiben. Ja, wir können lernen, wie gehe ich mit Ideen um, die mir fremd erscheinen oder die mir erstmal nicht logisch erscheinen oder erstmal irrational oder auch verrückt. Ja? Gerade wenn man so etwas hört, womit man nicht übereinstimmt und dann hat man so eine emotionale Reaktion. Das ist erstmal so, was? Was? Nein, was? Worüber redet der jetzt? Und dieses Gefühl kommt recht häufig, wenn man eben sich mit wirklicher Philosophie beschäftigt, mit rationaler Philosophie, wie ich sie nenne, und nicht nur wie ich sie nenne, sondern wie sie ist, ja, wenn man wirklich gut philosophieren will, wenn man wirklich Philosophie auch so behandelt wie jede andere Wissenschaft. Es gibt eine wahre Philosophie und es gibt eine falsche Philosophie, genauso wie es wahre Physik gibt und falsche Physik. Ja? Also ich denke schon, dass wir mit der Philosophie wirklich an die Wahrheit kommen können. Und ich habe euch ein paar Ideen gegeben und jetzt bin ich gespannt, wie ihr darauf reagiert. Und in diesem Prozess können wir wirklich lernen, wie man gut philosophiert. Was ist überhaupt ein Argument? Ja, denn ich sehe schon fast voraus, dass ganz viele Leute sagen werden, ja, das stimmt nicht oder ich stimme nicht überein oder irgendwie, ohne Argumente zu nennen, ja, ohne zu sagen, okay, mein Argument ist, aus dem und dem Gründen, aus den und den Prämissen folgt das und das. So macht man richtig Philosophie. Und das möchte ich mit euch machen, noch verstärkt und auch verstärkt in meinen Videos, dass ich sage Prämisse A, Prämisse B und dann habe ich ein Argument, wenn ich sage Prämisse A, Prämisse B und daraus folgt C. Ist entweder valide oder nicht, hoffentlich valide, aber das ist so das langfristige Ziel. Und dass wir halt alle lernen, besser zu philosophieren. Bei mir ist es so, ich habe viel Philosophie aufgesogen, und ich werde euch viele Argumente präsentieren, die ich gelernt habe. Und dann aber auch mehr und mehr, das ist etwas, wo ich noch nicht so viel Übung habe. Ich habe sehr viel Ahnung über Philosophie und sehr viel Ahnung über ganz viele Ideen. Aber ich kann euch erstmal nur wiedergeben, was ich gelernt habe. Und dann auch mehr und mehr können wir alle zusammen lernen, wie macht man denn eigene Argumente. Ja, Argumente, die man noch nie von irgendwo gehört hat, die man nicht einfach nur wiedergibt, sondern die man sich genau selbst ausgedacht hat. Ja? Davon habe ich ein bisschen, weil ich auch viel diskutiert habe mit Freunden und so. Da habe ich das auch schon mal gemacht, so eigene Argumente, aber noch nicht in dem Maße, wie ich denke, es ist hilfreich oder es ist gut, besonders jetzt für diesen Channel. Es ist auch für mich ein bisschen ein Härtetest, wie ich
wie ich mit euch umgehe. Ja? Und das Ziel ist es ja wirklich, empathische und rationale Philosophie zu haben. Das heißt, ich möchte auch, ich möchte euch bitten, mit allen anderen Andersdenkenden, und ich will auch, wenn ihr andere Meinung habt, auch auf euch so zugehen, mit Empathie und wirklich versuchen, woher kommt diese Meinung, woher kommt das her? Ja, das war es erstmal für mich. Ich werde heute das erste Video über den Start hochladen und ich bin wirklich echt sehr gespannt auf eure Reaktion. Okay, bis morgen. Tschüss.